Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 58, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Verwaltungskostengesetzes, Drucksache 19, beides aus 19. Berichterstatter ist der Abg. Kaufmann. Wir bitten um Berichterstattung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bitte ausnahmsweise um ein Quäntchen mehr Aufmerksamkeit, weil etwas mehr kommt als ein üblicher Bericht. Meine Damen und Herren, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Verwaltungskostengesetzes. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der LINKEN, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Soweit der Ausschussbericht. Ich hinzufüge hinzu, um auch den Ablauf zu verkürzen. Namens der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN beantrage ich eine dritte Lesung zu diesem Gesetzentwurf. Alles Weitere dann im Ausschuss. Vielen Dank. Danke für die Berichterstattung, Herr Kaufmann. Mir liegen keine Wortmeldungen vor. Das heißt, wir überweisen diesen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung zurück in den Ausschuss. So machen wir das.